Hallo. Und herzlich willkommen bei unserem Video, wie man in Scratch 3 eine Figur zum Laufen bringt. Ich bin Kolja. Ich bin Finjan. Und wir wünschen euch viel Spaß. Wir sind jetzt hier auf Scratch 3. Da kommt man drauf beta.scratch.mit.edu. Ab Januar 2019 kommt aber die richtige Version raus, dann wird wahrscheinlich das Beta nicht mehr nötig sein. Genau. Wir gehen jetzt auf Probiere es aus, das wird wahrscheinlich dann auch anders heißen, aber ja. So, und jetzt sind wir hier auf dem Hauptbildschirm von Scratch. Da gibt es verschiedene Programmblöcke, mit denen man das programmieren kann. Da gibt es hier das Programmfenster und hier gibt es die Figuren oder die Szene, die man sich zusammenbaut. Ja. Die hat ja auch einen Hintergrund und deshalb gehen wir jetzt auf Bühnenbilder und wählen uns ein neues aus, weil wir weiß nicht so schön finden. Hier gibt es ganz, ganz viele. Und wir nehmen jetzt mal Blue Sky da und ziehen die Katze erstmal noch runter. Man kann aber noch andere Objekte als Katzen benutzen und deshalb gehen wir jetzt mal darauf. Figur wählen. Und dann wählen wir hier Tiere. Nehmen wir mal diesen Bär da. Der geht so schön. Dann nehmen wir den Bären und tippen jetzt nochmal die Katze. Die Katze können wir hier mit dem kleinen X einfach löschen. So. Der Bär, den ziehen wir jetzt auch mal runter. Mhm. Und wir wollen. Ja, wollen wir vielleicht ein bisschen kleiner machen? Etwas, ja. Das kann man hier bei Größe machen. Vielleicht mal 50%. Dann ist so. Er ein bisschen kleiner. Dann ein bisschen Platz zum Rumlaufen. So. Und dann gehen wir jetzt auf Code. Da sind wir. Und dann. Ja, wir wollen ihn jetzt zum Laufen bringen, deshalb gehen wir auf Ereignisse und gehen auf Wenn-Taste gedrückt. Ja. Hier steht Wenn-Taste, Leertaste, das kann man aber bei diesem Fall auswählen. Dann gehen wir auf nach rechts und damit er sich bewegt, gehen wir auf Bewegung und nehmen da den G10er-Schritt. So, ich drücke mal auf die Rechtstaste und wir sehen, der Bär geht nach rechts. Jetzt soll er natürlich auch nach links gehen können, wenn ich auf links drücke. Also drücke ich mit der rechten Maustaste hier drauf, wähle duplizieren, dann kriege ich eine Kopie davon und wähle hier Pfeil nach links. So, geht nach rechts. Und wenn ich nach links drücke, geht er auch nach rechts. Ganz klar. Ich muss mir natürlich sagen, dass er ein -10er-Schritt gehen soll. Wenn ich jetzt links drücke, geht er auch nach links. Ja, links, rechts. So, das funktioniert schon mal. Jetzt sieht man aber, wenn man jetzt einen Dauerklick macht, dann huckelt das so. Und bei echten Menschen oder bei echten Tieren, wir gehen ja nicht so, als würde das dauernd so einen Stopp geben. Genau, es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie das ein bisschen flüssiger geht. Und die zeigen wir euch jetzt. Dafür mache ich das hier erstmal wieder weg. So. Und gehen auf Ereignisse. Nehmen diesmal wenn Fahne angeklickt. Das bedeutet, das ist ein Start und wenn dann diese Fahne da angeklickt wird, dann geht dieser Skript los, das ist nämlich das Lossignal. Und dann gehen wir auf Wiederhole fortlaufend. Damit er aus dem Programm nicht wieder rausgeht, sondern ständig was tut. Bis er gestoppt wird. Und dann nehmen wir eine Falls-Dann-Schleife. Damit überprüft er nämlich etwas und das wollen wir auch benutzen. Damit er uns da halt was überprüft. Und zwar dafür. Und zwar soll er, wenn wir die Taste rechts drücken, dann soll er nach rechts gehen. Und zwar nur dann. Und deshalb müssen wir auf Fühlen gehen. Und nehmen hier Taste gedrückt. Sie. Taste. Da. Ach, hier, Taste gedrückt. So, dann. Ich zeig nochmal kurz was. Wir hatten ja eben sowas, das sah ganz, ganz ähnlich aus. Wenn Taste, Leertaste gedrückt. Das sind zwei Blöcke, die sehen auf den ersten Blick erstmal ähnlich aus, aber haben eine unterschiedliche Funktion in Scratch. Dieser hier hat so einen runden Henkel oben, genau wie wenn Fahne angeklickt. Das ist ein Startblock, das heißt, unter einem solchen Block kann man ein Programm drunter hängen. Und das läuft auch nur, wenn oben so ein Teil dran ist. Wenn man es hier so machen würde, dann würde dieser Block nie laufen. Der braucht also eine Startbedingung. Dieser hier, der macht alleine gar nichts. Den kann man nutzen, um etwas abzufragen. Also bei Fühlen gibt es so Sachen wie ist Maustaste gedrückt oder wird Farbe berührt oder solche Sachen.
Und die fühlen sozusagen den Zustand der Welt und die kann man hier in dieses eckige Loch von dem Falstan reintun. Ja, man merkt schon, also die haben so eine Form, kann sie nur dahin passen, wo sie auch hingehören. Den tue ich mal weg. Es passiert hier was, immer wenn man die Leertaste drückt. Und zwar, das was er eben auch schon gemacht hat, wir gehen einen 10er-Schritt. Nur damit er nicht bei so. Leertaste das macht, gehen wir jetzt. Ja, soll ich Pfeil nach rechts machen. Dann drücke ich Pfeil nach rechts, wieder nach rechts. Das funktioniert aber auch nur, wenn die Farbe angeklebt ist. Ja, ich dupliziere das nochmal eben für links, dass man das auch irgendwie gut sehen kann. Hier wieder die minus 10. Genau, man muss immer die Fahne anklicken. Wenn sich nicht bewegt, dann liegt das vielleicht daran, dass man das vergessen hat. Und wichtig ist auch, dass dieser Programmblock aktiv ist. Da ist so ein gelber Rand drum. Wann weiß man, dass das aktiv ist? So, jetzt, ne? Kann der Bär schön flüssig von links nach rechts gleiten. So, da er aber, wenn man nach links drückt, rückwärts geht, das finden wir nicht so schön. Deshalb gehen wir jetzt mal auf Richtung. Genau, man kann hier, ne, die Richtung sehen. Moment, ich schieb den mal kurz hier wieder rüber. So. Und wir wollen natürlich, wenn er nach links geht, dann soll er sich natürlich nach links drehen. Nicht auf dem Kopf? Aber nicht auf dem Kopf, genau. Das ist jetzt der Trick. Es gibt hier verschiedene Arten, wie sich eine Figur drehen kann. Das hier ist der Drehtyp rundherum. Dann sehen wir, steht auf dem Kopf, das ist toll. Und es gibt den Drehtyp links-rechts. Wir den auswählen. Zeig das nochmal eben. Dann haben wir nur zwei Möglichkeiten. Nur zwei Möglichkeiten, nämlich links und rechts. Da wird er gespiegelt. Es gibt noch den Drehtyp gar nicht. Nicht drehen, dann sieht halt immer gleich aus. Das ist für manche Figuren sicherlich das Richtige, aber für unseren Bären ist links-rechts genau das, was wir wollen. So. Wir setzen ihn erstmal auf 90 Grad. So, wie wir ihn jetzt setzen, ist eigentlich fast egal, weil wir das im Programm gleich setzen. Und zwar, wenn Taste Pfeil nach rechts gedrückt, soll er sich nach rechts drehen und deshalb 90 Grad. Setze Richtung, hier, bevor er geht natürlich. Und da haben wir so ein schönes Auswahlding, wo wir sagen können, okay, er soll nach rechts, das heißt hier 90 Grad. Und wenn wir nach links gedrückt haben, dann setzen wir den Pfeil hier, zack, auf minus, minus 90 Grad. Mal ausprobieren. Wir sehen, das ist noch gelb, ist noch aktiv. Oh, was passiert da? Der Bär geht rückwärts. Und das passiert deswegen. Er hat seine Richtung geändert, deshalb müssen wir das Minus wegnehmen, weil sonst geht er rückwärts. Genau, er soll jetzt nicht mehr rückwärts gehen, sondern vorwärts in die andere Richtung. So, jetzt geht er vorwärts, zack, links und nach rechts. Da Menschen oder Tiere halt nicht über den Boden gleiten, schauen wir uns hier mal seine Kostüme an. Wenn all diese Kostüme aufeinander folgen, die alle, die er hat, dann sieht es so aus, als würde er gehen. Deshalb bauen wir jetzt hier ein. Bevor er geht, wechselt er immer zum nächsten Kostüm. Oder wir machen das mal nach dem Schritt. Dann sieht das ungefähr so aus. Jetzt läuft er ganz schön schnell. Unser Bär. Ja, prima. Ja. Man könnte ihn ein bisschen langsamer gehen lassen, wenn man nicht einen 10er, sondern vielleicht nur einen 5er Schritt macht. Dann geht er nur halb so schnell. Das sieht dann so aus. Dann geht er so. Da müsst ihr gucken, was für euch am passendsten ist, ne? Da könnt ihr ein bisschen an den Werten rumspielen. Und das. Könnt auch andere Figuren ausprobieren, wie die so aussehen. Aber es klappt nicht bei allen Figuren mit dem Gehen. Genau, müsst ihr gucken, ob sie die entsprechenden Kostüme haben. So, das war's erstmal für heute. Und bald. Nächstes Mal zeigen wir euch vielleicht, wie man Springen einbauen kann. Können wir den Bären mal zum Springen bringen. Ja, bis bald, hoffentlich. Bis bald. Tschüss. Tschüss.